Und die Mondtür ist das Ziel. Und dieser Raum ist schon sehr viel größer. Und verdammt. Der Slender hat mich. Ist so hell. Überraschungsangriff. Ja, wie der Slender halt. Der kommt auch einfach so im Überraschungsangriff. Du bist ja nur ein Schulkind. Aber hast ein Traumprogil. Ich war natürlich sehr die Kampfstrategie, die hier eingesetzt wird. Eine Vorentwicklung und dann eine Nachentwicklung. Und deswegen fürchte ich mich schon vor Lamina, dass sie die Endentwicklung immer hat. Weil das könnte... Ja, das ist das, was ich meine. Psycho-Attacken können gefährlich werden. Wow. 40 KP, genau. Und ein Supertrank für unser Traunfugil. Aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr. Denn dieses Traunfugil wird jetzt, oder in der nächsten Runde, draufgehen. Mit einer kleinen Glut, die den Rest gibt. Genau. So, Inferno 567 und TK ebenfalls. Genau, ich hab's mir geahnt. Traunmagil. Schon mächtiger mit Level 38. Flammenrad. Da müssen wir jetzt einfach so viel Schaden machen, wie wir können. Ansonsten, weil es setzt bestimmt eine Psychoattacke ein. Ja, genau. Die Ziehwelle. Die aber irgendwie, ja, nicht sehr viel Schaden macht. Und auch irgendwie nicht sehr effektiv ist, komischerweise. Und, ja. Damit ist Traumagil auch erledigt. 760 EP für Panferno und TK ebenfalls. Und damit ist Pruska auch besiegt. Deine Stärke ist regelrecht gut. Und wir erhalten 760, genau wie EP. Beutel, wir sind zu faul, in einen Laden zu gehen. Und deswegen, wir haben ja noch 8 Supertrank. So, einsetzen bei Panpyro. 50 KP müssten eigentlich erstmal reichen. Und bald sind wir dann halt so weit, dass wir hier ein... Ich glaube, das ist eine Top-Trainerin, ne? Es hört sich auf jeden Fall so an. Wie fühlt es sich an, sich Schritt für Schritt in die Dunkelheit zu begeben? Ich glaube, damals zu der Zeit gab es das Spiel Slender noch gar nicht, ne? Ich glaube, ich bin auch einer der Ersten, der auf die Idee kommt, das mit Slender zu vergleichen. Oh ja, du bringst mich auf eine Idee. Und du wirst mich Windattacken einsetzen. Der krasse Vorteil ist, dass du Wind bist und Flug bist. Und deswegen werden wir uns den Genuss erziehen, mit unseren Pikachu dir ein bisschen mehr Schaden zu machen. Natürlich nur, wenn du willst. Aber momentan hast du kein großes Problem mit uns oder wir mit dir. Weil du machst uns irgendwie keine Angst. Ja, okay, der Finalschlag vielleicht. So, Panferno 489 und wir kriegen mit TK das Level 30 hin. Mal gucken, wann es sich entwickelt. So, Pokémon wechseln. Weil dann kommt TKs großer Moment, dass TK halt hier sitzt und, ja, gute Angriffe leistet. So, Roman, zeig, was du kannst. Triff-Zeppelin ist 10 Level höher als du. Jupp. Aber es ist ein Flug-Pokémon und deswegen müsstest du eigentlich mehr Schaden machen. Und Unheilböen ist ja jetzt nicht gerade so die mächtige Attacke. Aber immer noch zu mächtig für Roman. Okay. Das ist natürlich sehr unpassend. Kirlia in den Kampf, denn wir wollen unser Pampyro noch ein bisschen heilen. Beutel. Und ich sehe schon, du machst eine Spukattacke jetzt auf einmal. Also kein Unheilböen. Wäre nämlich sehr mysteriös, dass du jetzt so eine Attacke einsetzt. Ah, okay. Jetzt mit einer Attacke gedacht, die mehr Schaden macht. Also sowas wie Spukball. Weil du hast Unheilböen nur 5-mal und ja. Gut, da muss unser Panferno es richten. Mit Flammenrad und so. Und wir müssen hoffen, dass es keine unnötige Windattacke kann, die viel Schaden macht. Das Ding hat mächtig viel KP. Aber mit Unheilböen macht es ja momentan kein Problem. Es sei denn, die Statuswerte kriegen einen Schub. Aber das ist ja auch momentan noch nicht der Fall. Und deswegen, ja, hey. Angriffe auf Angriffe folgen und du müsstest gleich besiegt sein. Und egal, was du für ein Flash mit Unheilböen hast, solange du keinen Volltreffer landest, ist das alles kein Problem. So, damit müsstest du auch down sein, genau. Das Schöne ist, wir haben den EP-Teiler ganze Erfahrung an TK-Misters geben. So.
Und TK erhält 829 EP. So, ich schätze dich so ein, dass du ungewissermaßen gut bist. Wir gehen nochmal raus hier. Aus gewissen Gründen, weil unser Pampyro tot ist. Und wir kaufen uns noch ein paar Supertränke. Der Vorteil ist ja, wenn man rausgeht, kommt man direkt am Anfang wieder raus. Muss man nicht unnötig viele Umwege gehen. Und wir laufen hier durch eine halbe Stadt, um uns unsere Pokémon zu heilen. Ist natürlich auch sehr unpraktisch, wenn du in einer großen Stadt bist, dass du erstmal durch die halbe Stadt fahren musst, um in ein Krankenhaus zu landen. Ist bei uns ja hier andersrum. Wir haben uns hinter jeder Ecke ein scheiß Krankenhaus, deswegen haben wir auch fast jeden dritten Tag hier einen jede dritte Stunde hier einen Notarzt vorbeizischen. Das ist heftig hier. Überleg mal, du willst nachts schlafen, es zieht ein Notwagen vorbei. Mit voller Sirene, obwohl es unnötig ist, weil es fällt eh keine Sorge, aber Hauptsache Sirene lautmäßig an. Und ja. Das ist natürlich das Einzige, was sie wollen. So, den Slender erwische ich jetzt. Boo! Oh nein! 3 Pages nur gefunden. Hast du dich verlaufen oder amüsierst du dich? Ich amüsiere mich gerade da eher. So. Schulkind Yuka hat nur 3 Seiten gefunden. Und hat einen Rotom auf Level 40. Wow. Hat aber, glaube ich, auch... Ja, nein, das ist nicht sehr praktisch. Was können wir gegen Elektro einsetzen? Außer Boden. Es hat aber auch nur ein Pokémon und von daher... Wenn wir das besiegen, haben wir den Klassenvorteil. Wir haben es besiegt. Und es hält ja nicht sehr viel aus. Und Unheil... Was habt ihr mit den Unheilböen? Boah, ein Volltreffer. Sehr uncool. Wir haben vergessen, Supertränke zu kaufen. So, das ist die Strafe, weil Pampyro in Not stärkere Feuerattacken hat. Oh, ich sag immer Pampyro, ne? Panferno natürlich. Du amüsierst dich, ja klar. So, machen wir es praktisch, weil ich keinen Bock habe, wieder rauszulaufen. Supertrank. So. Damit hat er wieder im grünen Bereich KP und das reicht uns erstmal. Und wir suchen den nächsten, unser nächstes Opfer. Denn da oben läuft noch eins rum. Und es hat bisher 5 Seiten. Und... Ja, ich kann diese Geräusche jetzt nicht so nachmachen. Ja. Hast du hier nur Zeit verbümmelt in der Hoffnung, dass ich dich sehe und zu einem Kampf herausfordere? Du bist dir bewusst, dass du ganz schön... Oh. Wir haben jetzt einen kleinen Bildschirm hier, aus Versehen, sorry. Genau das. Dass du ganz schön was auf die Ohren bekommen wirst, ne? Jupp. Nach der PC jetzt eine Stunde an ist wieder, kommt so ein Bild hier im Hals. Das tut mir leid. Das sollte eigentlich gar nicht kommen. Egal. So, Panferno. Das heißt jetzt so, das zeigt mir an, dass Windows angeblich nicht echt ist. Er fährt aber jedes Mal Windows hoch. Also Windows ist auch jetzt gerade aktiv. Das liegt am Grabber. Der Grabber hat das irgendwie gemacht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es immer sehr komisch, weil es zeigt es immer jede halbe Stunde an. Kann man halt nicht ändern. Und wir kämpfen jetzt gegen Alpollo. Und danach kommt vielleicht noch eine Zugabe als Gengar. Das wäre natürlich sehr, richtig geil. Das würde auch zu Bloody Platinum passen, weil ich habe auch keine Zweifel daran, dass ein Gengar jetzt gleich kommt. Oh ja, das hattest du wohl gern, dass du mich jetzt mit dem Traumfresser hier überraschst. So, nicht mit uns. Wir haben einen Aufwecker noch dabei. So, Pampyro, nimm das. Blaues Zeug. Es schmeckt ekelig und weckt dich auf. Nachtnebel, okay. Nachtnebel macht 36 Schaden, weil Alpollo halt Level 36 ist. So, und unser kleines Feuerchen, unser Lagerfeuer... Macht Alpollo den Rest und sorgt dafür, dass wir jetzt auch noch ein Level abkriegen. Ist sehr okay, weil ich bin zufrieden damit. Level 38. Jetzt sind wir auch mit, Gengar auf einer selben Höhe, müssten wir eigentlich sein. Oder etwa nicht? Ja doch, mit Gengar auf einer Höhe. Unser Panferno ist natürlich schneller. Und da es langsam in die Angstmarke kommt, werden diese Flammenattacken auch heftiger. Wenn dieser Spukball uns jetzt nicht tötet, dann ist das Ding auf jeden Fall besiegt. Aber das war klar. So. Jetzt wird es wieder spannend.
Denn soweit ich weiß, kann unser Gengar kann sich heilen durch den Tatsache, dass es ein Ass-Trainer ist. Oder es setzt einfach den Kung-Fu-Strahl ein, dass wir es gar nicht mehr angreifen können. Bitte lass es treffen. Danke. Ja, natürlich, Ayoras macht es platt. Danke dir, Porenta. TK erreicht Level 31 und hofft immer noch auf eine Entwicklung, aber es kommt ja für Zusorge und ich sorge mich darum natürlich gerade. Das habe ich wohl verdient, nicht wahr? Ja, hast du auch. Damit ist diese Arena trainerfrei erstmal. So, ein letztes Mal gehen wir raus und diesmal kaufen wir uns auch Items. Und dann Lamina Girl. Warte mal, eine Lamina. Ist Lamina nicht... Ich wollte jetzt sagen Salami. Salami. Wir kämpfen gegen Salami. Die Wurst der Gefahr. So, kaufen wir natürlich etwas. Und zwar Supertränke. Und zwar kaufen wir erstmal 10 Stück, damit wir Vorrat haben. Und wir kaufen uns definitiv 1-2 Aufwecker. 5 Stück. 1-2 Aufwecker sind 5 Stück natürlich. Falls dieses blöde Team auf die Idee kommt, uns irgendwie gefährlich einzuschläfern. Wow. Auf 50 down. 47. Oh, 43. Und noch tiefer. Und Zugabe. Nein, doch nicht. So. Doch, Zugabe. Ich habe große Fresse, deswegen gibt es eine Zugabe. Oder wie? Bitteschön, Emulator, wenn du es nicht anders willst. Danke. Ist natürlich manchmal ziemlich komisch, dass sie auf einmal anfängt, dann richtig abzuspacken. Ich wünsche ja, es wäre anders, aber ich kann auch nichts gegen machen. Ich habe schon alles geguckt, was dagegen geht. Ich habe die Frames schon auf 100 gestellt. Aber dann kommt das halt manchmal und eigentlich müsste er das auf 100 halten. Habe ich mir auch angegeben, dass er das auf 100 halten soll. Aber er hält sich halt nicht dran. Er ist einfach so ein kleiner Betrüger. Das hätte ja eh niemand. Niemand hält sich an Gesetze, ne? Das kennt man ja auch von anderen Leuten. Dass keiner soll sich an Gesetze hält, weil, ja, wer hält sich schon an Gesetze? Wenn mir einen Typen wenn ihr mir einen Typen sagt, der sich je an ein Gesetz hält, dann kriegt ihr von mir alles, was ihr wollt. Ein Wunsch frei. Ist mir scheißegal. Aber es wird keinen geben. Jeder hat ein Gesetz schon mal verbrochen. Dort steht sie. Lamina, wird das unsere erste Niederlage? Ich mach's jetzt so, wie ich es damals immer gemacht habe. Sichern? Nein, doch nicht. Kein Feigling sein, ab in den Kampf. Oh, 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 oh. Englisch, bist du ihr gekommen? Seit ich dieses Land, seit in dieses Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt, es gibt die Wettbewerbe, ne? Da sagte ich zu mir, oh, Jovan, ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich so angesogen. Ach, angesogen. Es ist mir eine große Performance. Außerdem habe ich viel Pokémon viel studiert. So, ich bin die Arena-Leiter auf Leckmeister. Und du willst mich herausfordern? Boah. Aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin ein Arena-Leiter. Ne, ne, c'est pas. Werden wir sehen, Frau Lamina. Meistens ist ja große Fresse nichts dahinter. Und sie fängt natürlich mit Driftzeppeli an. Und nur auf Level 36. Wir haben nur einen Beleber. Wir müssen also gut kämpfen. Wir können Pampyro einmal in den Kampf zurückholen. So. Unheilböen ist kein großes Ding. Weil Unheilböen macht kaum was. Wie ihr seht, aber... Oh, guckt euch das an, wie viel KP das Ding hat. Ich glaube, das ist auch das Ding mit dem meisten KP, was es hat. Ein Volltreffer wäre jetzt nett. Aber das Schöne ist ja, sie hat einen Supertrank eingesetzt. Und damit verwendet sie schon ein oder zwei. Und der Finalschlag, ja, den habe ich ganz vergessen. So. Die KR hat auch 786 Punkte. Gengar! Da müssen wir einmal auf ein schwaches Pokémon wechseln. Denn wir müssen unbedingt unser Panferno heilen. Dass es nicht in Schwierigkeiten kommt. Und da wird Colin unsere Ableitpuppe sein.
Der arme kleine Cornel. Und dieses Gengar hat ein richtig hässliches Grinsen drauf. Schaut euch dieses, das Grinsen an. Alter, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist heftig. Oh, daneben. Kampf, können wir irgendwas machen? Na, Turbodreher zeigt ja keine... Ja, ja klar, zeigt ja keine Wirkung. Oh, oh, es wird zurückgerufen. Wir können Schaden machen, bei Zierfins, mit unserem kleinen Biss. Oh mein Gott. Hier ein kleiner Biss für Zierfins. Macht zwar nichts viel, aber ist etwas. Du kannst Donnerschlag. Das ist natürlich sehr gefährlich gegen uns. Weil wir haben einen Porenta und das Porenta könnte dadurch leiden. So. Pampyro gegen Zwirrfinst. Unser Pampyro ist natürlich ziemlich viel schneller und macht auch ein bisschen mehr Schaden, hoffe ich mal. Finsterfaust, okay. Oha. Jetzt noch ein Volltreffer und dann ist das Ding Geschichte. Natürlich gilt dasselbe für uns. Aber das ist nicht der Fall. So. Oh, was für ein Glück. Und unser Flammrad macht den Rest. So. Okay. 855 Punkte für Pampyro. Und wir müssen jetzt alles riskieren, um dieses Gengar anzugreifen. Selbst wenn es uns jetzt hier besiegt, aber wir sind schwach und wir machen dann mehr Schaden mit unseren Flammenattacken. Ja, und wir sind wenigstens schneller. Und wenn ich jetzt Hypnose einsetze, dann wecken wir es natürlich auf und dann müssen wir natürlich das Risiko gehen. Wow! Yeah! Down mit dir! Und TK erhält Level 32. Traumagil, weiterkämpfen! Einfach mal wie auf Drogen hier kämpfen wir uns durch. Und das ist schwächer, das ist praktisch. So, wir sind auch nämlich noch angeschlagen. Und angeschlagen ist natürlich der Vorteil für uns, dass unsere Feuerattacken stärker werden. Oh yeah, Spukball macht uns jetzt zwar down, das macht aber kein großes Ding. Denn die Verbrennung schadet Traumagil und Traumagil ist auch down. Boah, wir sind gerade so im Fieber. Jetzt ist es dein Moment, TK. Wird das dein Moment? So, oh, what the fuck? Die Missgeburt höchstpersönlich. Imitator. Ja, das Problem ist aber... Ah! Gut. Schlecht. Ist nicht sehr effektiv, aber macht auch... Alter! Nein! Das ist Shit. Wir haben nur einen Beleber. Damit müssen wir jetzt unser Pampyro heilen. Ist das Problem? Und TK sagt Tschüss von uns, denn TK hat es nicht überlebt. So. Natürlich sind diese Überreste in einem... Moment mal kurz. Ach so. Habe ich mir nur eingebildet. Was setzen wir ein? Kirlia. Wir müssen mit unserem Kirlia, müssen wir unser Pampyro erstmal heilen. Und dann hoffen wir, dass wir uns irgendwie mit Pampyro Schaden machen. Natürlich Griffok, eins der miesesten Pokémon, die jetzt reinkommen können. Silberhauch. Alter, was hat das denn für Attacken? Natürlich Käferattacke, ne? Sehr effektiv gegen Kirlia, weil Psycho hat eine Schwäche gegen Käfer-Pokémon. Aber Grippo könnte echt Probleme machen. So, wir müssen irgendwie Schaden machen. Ein Glück, dass wir schneller sind. Und wir müssen hoffen, dass dieses Finsterfaust oder so uns nicht Schaden macht. Finsteraura, genau. Oder nicht viel Schaden macht. Ja, das ist auch sehr praktisch. Natürlich, die Überreste sind ein kleines Problem und die sind auch ein bisschen gemein, weil sie heilen einfach Grippo immer wieder. Aber mit noch zwei Flammenrädern müsste es eigentlich Geschichte sein. Diese Geräusche sind auch sehr komisch. So, heil dich ruhig mit deinen Überresten.
macht uns kein bisschen was aus. Nicht aufgebe, nicht kapituliere. Nein, mach das nicht. Nein! Du, oh, wie viel heilt den Supertrank bei dem? Ja. Natürlich sehr unpraktisch. So, Volltreffer, bitte ein Volltreffer. Ah, es brennt, das gefällt mir auch. Heißt, wir haben den Kampf, wir haben den Kampf vielleicht schon gewonnen. Selbst wenn das hier uns mit einem Volltreffer besiegt. So, die Verbrennung schadet Krippokrum wieder. Und mit einer Glut müssten wir eigentlich den Rest machen. Natürlich immer ein kleines Lagerfeuer zum Schluss. Oh, Krippok ist down. Boah, das war hart. Okay, du bist enorm stark, das beweist meine jämmerliche Niederlage und wir kriegen 4800. Und ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark und deine Pokémon sind auch so stark. Deine Stärke ist eine große Wunder. Ich werde geben dir diese Orde. Domina gibt Masa den Reliktorden. Ab aufs Thumbnail. So. Die versteckte Maschine auflockern, auch außerhalb Kampf, das wissen wir. Und wir kriegen bestimmt eine gute Verwendung für TM65. Was ist TM65? Dunkelklaue. Diese TM65 enthält Dunkelklaue. Okay. Diese Attacke ist wie Surprise. Sehr oft, du machst Volltreffer her. Schöner Abschied übrigens, ne? Du machst sehr oft Volltreffer und dann kann ich gehen. Ein sehr harter Kampf war uns da, aber ja, Krippok war eigentlich das einzige große Problem. So, und zum krönenden Abschluss müssen wir noch einmal in den Park der Treue gehen. Mal gucken, mit wem wir alles spazieren gehen können. Ich glaube, nämlich mit unseren Pferden können wir nicht mehr spazieren gehen. Weil es ist einfach wild, ne? Schaut euch das Ding an. Das ist eine Gefahr für die Menschheit. So, komm bald wieder. Das werden wir. Denn auf der anderen Seite haben wir noch was zu finden. Und das wollen wir uns gerne noch holen. So. Ah, der Platz der Treue. Auf dem Platz der Treue, ja, das wissen wir alle schon. Oh, wir dürfen mit der Ferne doch noch gehen. Okay, Roman, nein. Verstehe, komm, wir... Achso, okay, wir dürfen nur mit den beiden gehen. Interessant. TK und so werden benachteiligt. So, nee, sicherlich nicht. Ich verbrenne doch hier alles nur. Aber mit Roman. Oh, Roman, guck mal, wir gehen wieder spazieren. So, da ist nämlich noch Geheimpower. Sehr praktisch. Wofür ich die brauche, weiß ich nicht. Wir werden eh irgendwann mal gucken, dass wir hier irgendwie die TMs einsetzen können. So, und noch Anziehung gefunden. Auch sehr praktisch. Und dann, glaube ich, gab es hier noch eine Sache, die man holen kann. Und zwar, ich glaube, bei dem Typen da. Oh, Roman, du hast eine Freundin. Und jetzt hast du sie weggeekelt. Und hast sie wieder angeekelt. Oh, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir ohne zu zögern. Haha, ja, wir zwei beiden. Juhu. Ja, Roman, mach's dir doch an. Du bist echt eine Enttäuschung, Roman. Mach dieses Pikachu an. Das ist ein Befehl. Roman, genieß den Spaziergang. Genieß nicht den Spaziergang, genieß das Pikachu neben dir. Das da. Ja, okay, eben nicht. So. Ja, es war schön, genau. Im nächsten Part... Habe ich meine Pokémon geheilt? Weiß ich gar nicht. Pokémon? Ja, Pokémon sind geheilt. So, im nächsten Part... Geht's dann in der Story weiter... Dass wir auf dem Weg sind nach Trostu und Schleiede. Ja. Das sieht aber alles im nächsten Mal, ne? Hier stehen wir jetzt noch in Herzhofen. Kleines, schönes Herzhofen. Und danke fürs Reinschalten und, ja, wie gesagt, ne? Ein schöner Part, ein Reliktorden geholt und alles. Und jetzt wird es Zeit zum Abschied nehmen, aber das war ja irgendwie klar. Also Leute, bis zum nächsten Mal und Masala Vista, Baby.